Wie lange warten wir denn? Also ich hätte gerne, dass der Regen aufhört und es vielleicht wieder heller ist, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt haben wir 7:13 Uhr am Abend. Ach, das ist natürlich, wir sind da mitten in der Nacht, ne, wenn ich jetzt so lange mache. Oder ich mache wirklich lang. Mal 8 Stunden schlafen, rumsitzen. Wir gucken einfach mal, was dann passiert. Ich mache das einfach mal. Ach, guck mal. Zeigt sogar an. Das ist ja cool. Im Hintergrund. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder Energie. Das Einzige, was wir da unten haben, sehe ich gerade ein bisschen einen kleinen roten Red-Balken. Also ein bisschen radioaktiv verseucht sind wir, wie eben schon mal erwähnt, aber das ist okay. Das ist jetzt noch nicht so viel. Aber wir können uns, indem wir warten. Oh, da drüben steht die ganze Zeit Cotsworth. Cotsworth. Ich bin mich schon gerade erschrocken. Können wir aber durchs Warten, können wir uns aufladen. Gut, dass ich jetzt eben kein Stimpack genommen habe und das erst ausprobiert habe. Haben wir das auch mal gemacht, gewartet. Aber was wir noch nicht gemacht haben, das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, wir haben das Holoband noch gar nicht uns angehört. Das machen wir doch jetzt eben mal nochmal, ne? Von unserem Mann. Wie machen wir das denn? Wir haben das bestimmt im Inventar. Da, genau. Du bist special. Du bist special? Ist das auch was? Was ist das? Ordner. Rote Gefahr. Ach, das ist das Spiel. Und den Ort. Okay. Ich mach mal erstmal hier, hey Schatz, ja? Ich möchte jetzt mal wissen, was er uns da hinterlassen hat. Nein, nein. Kleine Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Nein, nein. Na los. Genau. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für eine tolle Mutter du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll und lustig. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie deine Mutter immer gesagt hat. Jetzt, Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Ich werde wieder ein ganz normaler Zivilist. Und du staubst mal dein Jura-Diplom ab. Bei allem, was wir tun. Ganz egal, wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Nein. Sag tschüss. Sag nicht tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Mann, ist das traurig, Leute. Ach, Mensch. Oh. Aber wir werden Sean wiederfinden und wir werden unseren Mann rächen. Ach, ist das traurig. Untersuchen, R3. Was mache ich denn da? Ach so, da kann ich es mir angucken. Oh. Ich hatte gehofft, es ist noch irgendwas drauf gemalt oder so. Aber es ist abgerissen. Es ist ein altes Holoband. Aber trotzdem. Ach, Mensch. So, was haben wir denn hier sonst noch? Ordner, untersuchen. Angucken möchte ich mir das jetzt halt nicht. Ich möchte eigentlich. Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Rote Gefahr spielen? Nein. Aber du bist special. Untersuchen, ablegen, sortieren. Was ist das? Das ist kein Holoband. Das ist das. Das ist das Buch. Okay. Ach, Mensch, ist das traurig, oder? Ach, Mann, ey. Ist das traurig. Okay. Dann machen wir mal weiter. Hat aufgehört zu regnen, immerhin. Es ist Nacht. Das ist aber nicht so schlimm mit der Nacht. Es hat auf jeden Fall aufgehört zu regnen. Das mit dem Regen war schon ein bisschen ungemütlich. So, Ich Cosworth, pflege immer noch den Garten, Ma'am. Und wie Sie sehen, sind unsere Geranien auch weiterhin der Stolz von Sanctuary Hills.
Na gut. Okay, dann machen wir uns mal auf. Das war zu Dingens. Zu Dingens. Wie heißt es noch? Scheiße. Hier. Dort. Concord, genau. Da machen wir uns mal auf. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen da lang. Anscheinend. Da hinten leuchtet auch was. Das ist immer interessant, weil man das dann in dem... Im Dunkeln kann man sehen, wenn irgendwo was leuchtet, ne? Da hinten leuchtet was. Ist das echt der... Ja, ist der richtige Weg. Da ist auch die Brücke. Ich guck mal eben. Es ist irgendein Sumpf hier unten. Was ist nur so ein... Das ist irgendein... Irgendein Wagen oder so. Irgendein LKW. Oder irgendein Container. Ich habe aber so die Vermutung, dass wir da gar nicht hinkommen, ne? Wir können wir durchs Wasser gehen? Oder ist das... Okay, ich dachte, wir sind... Das ist zu sehr radioaktiv verseucht. Red 1. Oh! Okay. Armeehelm. Okay, es ist auf jeden Fall hier red. Aber... Oh, scheiße. Oh, das geht aber schnell hoch. Fuck, fuck, fuck. Okay, schnell weg. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Armeehelm. Der hilft uns schon mal. Ein bisschen Rüstung, weil wir haben ja echt gar keine Rüstung. Den ziehe ich auch mal direkt an. Inventar. Kleidung. Armeehelm. Ja. Alle Angriffe haben einen bestimmten Schadenstyp. Ballistisch, Energie, Strahlung oder Gift. Okay. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadentypen. Gegen andere sind Rüstungen aber wirkungslos. Ja, Red zum Beispiel. Ach, guck mal. Das ist ja ein lässiges Outfit. Das rüstet mich das jetzt? Nee. Nee. Okay, Polona? Naja. Aber hatten wir das jetzt eben mit dem Laborkittel? Nee, macht auch nichts. Den Ehering lassen wir natürlich an. Kochmütze. Dann ziehen wir wieder den Voltanzug an. Aber der Armeehelm bringt uns schon mal was. Hat ja schon ein bisschen was gebracht, darunter zu gehen. Auch wenn wir jetzt relativ hoch radioaktiv verseucht sind. Also, was heißt hoch? Ein bisschen halt. Ein bisschen mehr. Das ist noch okay. Es bewegt sich noch nicht im kritischen Bereich. Also noch, glaube ich, Red X, das entfernt die... 4H-Klammern! Das entfernt die Strahlung, Red X. Das brauche ich jetzt noch nicht, glaube ich. Das ist noch zu niedrig dafür. Wir haben H-Klammern! Okay, Leute, sorry. Ich wollte jetzt zwar gehen, aber ist ja klar, ne, dass ich jetzt erstmal noch gucke, wo war der Koffer? Hier drin? Wo war der Koffer? Wo war der Koffer? Der war doch in irgendeinem Haus hier am Anfang, ne? Scheiße, jetzt muss ich diesen blöden Koffer suchen. Da ist er doch. Ja, erstmal das und... Hätte ich gar nicht bewegen müssen. Gelber Filzhut. Toll. Danke. Naja, gut. Okay, habe ich einen gelben Filzhut gefunden. Und wir holen jetzt eben noch... Huch. Wir holen jetzt eben noch diese Waffe. Ich möchte diese Waffe unbedingt. Ich muss die haben, sorry. Ich weiß, wir kommen hier wieder zurück. Wir müssen ja irgendwie zu Cotsworth nochmal. Also wir können ja nicht einfach wegbleiben von Cotsworth. Das wäre ja traurig. Und, Moment, ich gehe gerade falsch. Wo muss ich nochmal hoch? Wo muss ich nochmal lang? Irgendwo zwischen, ne? Warte mal. Da unten. Wir wollen ja nochmal zu Cotsworth. Aber, deswegen gehen wir eh nochmal zurück. Aber...
Ich möchte wissen, was mit dieser Waffe. Also, wir sind noch nicht. Wir haben noch nicht viel Rüstung. Wir haben noch keine gute. Wir haben noch keine andere gute Waffe. Und ich denke, sowas wird uns jetzt am Anfang echt gut helfen, wenn wir die holen. Und bevor ich mich jetzt weiter auf den Weg mache zu der nächsten Stadt, hole ich mir die eben noch. Sorry. Ich bin auch so, ich muss auch relativ viel Kram mitnehmen immer. Das ist, ja. Ich versuche das Spiel in allen Zügen zu genießen. Das kann nervig sein, kann aber auch gut sein, glaube ich, hoffe ich. Ich glaube, ich muss erst auf ein Knöpfchen drücken. So, abwärts bitte! Steht auch, wie tief wir sind, ne? Wie viel Meter oder so wahrscheinlich. 20 Meter unter der Erde. Kann das sein? Ja? Anscheinend. So, dann holen wir uns doch mal die Waffe. Da sind wir schon wieder, Walsh. Da sind wir schon wieder. Okay, ich hatte schon befürchtet, jetzt ist hier alles zu oder so. Ich mich doch richtig erinnert. So, dann? Das Schloss sieht stabil aus. Was? Abgeschlossen. Ah! Nein! Das Schloss kriege ich nicht auf. Warum denn nicht? Eben sagtest du doch nur eine Haarklammer. Ach, was ist denn hier? Kann ich das entsperren? Meister. Ach, scheiße. Ach, na toll. Okay. Eigentlich war das ja klar. Ich hatte vorher auch nicht geguckt, das stand bestimmt auch vorher schon dran. Ja. Tut mir erneut leid. Kann ich hier runterspringen? Geht auch. Wenn schon Umweg, dann hoffentlich wann immer wieder was. Okay. Na gut. Dann eben noch keine Kyro-Waffe. Kann ich hier eigentlich direkt runtergehen? Anscheinend. Okay. Wie gesagt, wenn schon Umweg, dann immerhin nicht so ein großer Umweg. Ja gut, okay, es ist mittlerweile... Oh, schöner Himmel. Sieht echt toll aus, muss ich sagen. Ja. Naja, gut. Ja, atomare Verseuchung, auch bei den Pflanzen. Die leben schon. So, dann gucken wir mal. Sanctuary. Trash. Splittergranate. Wer wirft denn Splittergranaten weg? Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüste sie über den Pitboy aus und halte R1 gedrückt und lasse wieder los. Okay, soll ich die mal ausrüsten? Brauche ich sowas schon? Soll ich das machen schon? Kreis wollte ich, habe ich doch gedrückt. Wo ist denn das? Waffen. Splittergranate. Moment, wie? Pfaff. R1. Wähle mit dem Gegenstand einen Platz. Den Gegenstand einen Platz im Favoritenmenü und drücke X. Ja, machen wir mal nach oben, ne? Klar. Why not? Und die könnten wir eigentlich auch mal. Einfach mal. Aus Prinzip. So, gut. Oh, die sind aber
Oh. Okay. Gammler-Outfit. Na, du Nackidai? Die sehen fleischig aus. Die sehen nicht so aus, als wären die vor dem Atomunfall hier rumgelaufen. Ist das ein Raider? Ja, okay. Es gibt also Raider. Fleisch vom Mischlingshund. Kreuzschlüssel. Wie graus ist jetzt schon? Bin noch nicht so gut in der Steuerung. Wie graus ist jetzt schon vor den bösen Tieren? Kleidung. Ist das jetzt irgendwie besser hier, was wir da gefunden haben? Gammler Outfit. Nö. Warte, Moment. Doch. Ein bisschen. Gewicht. Red X-Schutz. Doch, ein bisschen besser ist es schon. Dann lasse ich das mal an. Das Gammler Outfit. So, und wer bist du? Irgendeine Statue. Okay. Das sah doch gerade aus wie so ein Mensch da drin, da. Guck mal, wie so eine Scheuche. Wie so eine Vogelscheuche. Ich habe Angst. Hier ist doch bestimmt irgendwas Böses gleich. Ja. Begrüße den Hund. Hallo. Oh ja, hallo. Halten, um das Menü mit Skills zu öffnen. Hey, Level Up. Hey, Hund. Kümmere mich gleich ums Level Up. Erstmal Hund. Hey, du Süßer. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Eigentümer, dir geht es gut. Du bist ein Streuner. Los geht's. Eigentümer? Hast du kein Haarchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh ja. Heil um den... Schaue deinen Hund an und drücke X, um ihm Befehle zu erteilen. Oh, hey! Was stand da gerade? Befehl. Um den Befehl zu erteilen, visiere einen Ort, um ein Objekt oder einen Gegner an und drücke X. Geh dorthin. Oh, wuff. Oh, ist der süß? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dorthin. Wie kann ich das denn abbrechen? Ah. Hey. Oh ja, oh ja. Oh Gott, du siehst so toll aus, ey. Ach. Dogmeat. Warum heißt er nicht Dogmeat? Heißt der Dogmeat? Hey. Unser neuer Dogmeat. Kommst du mit mir? Ah. Oh. Was? Wo? Wo kommt das her? Was ist das? Ach da, oh Gott. Dogmeat! Fass! Kann er sterben? Nee, ne? Wow, 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 wow! Why? Fuck! Boah, was? Das sind aber viele. Herrgott im Himmel. Entschuldigung. Hä? Wo kommen die her? Runtergeflogen. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ja, hallo. Maulwurfsratte. Hatten wir bisher noch nicht. Oh, habe ich mich erschrocken jetzt. Kam aus dem Nichts. Also klar, die kommen ja immer aus dem Nichts. Die kommen ja aus dem... Oh, Kronkorken. Hat er bestimmt verschluckt. Guck mal, der zuckt noch. Hat keinen Kopf mehr. Hat Dogmeat abgebissen. Ja gut, okay. Aber die haben jetzt nicht so viel... Was ist denn los? Alles okay? Muss man den heilen? Kann der sterben? Nee, ne? Wo war das, ne? Ich habe mir das im Trailer damals angeguckt. Der kann nicht sterben, ne? Weil der konnte ja in 3 konnte der sterben. Und das war echt... Oh, das war so schlimm. Da habe ich... ich habe einmal meinen Controller durch die Gegend geworfen, einfach weil der mir gestorben ist. Okay. Okay, ich guck mal wegen Befehl. Geh mal da. Schnapp dir was Nützliches. Ah, okay, das ist ja cool. Und er bringt uns das. Wie geil. Hat er uns das jetzt hingelegt oder gegeben? Da. Oh, wow. Du guter Hund, du. Du guter.
Was ist das denn? Werkstatt durchsuchen. Aus. Die Waffenwerkbank. Oh, ist das toll jetzt mit einem Hund. Oh. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit links und mit rechts zwischen den Optionen. Mit nach oben wählst du das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke X, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und eine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwendet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Okay. Interessant. Aha. Raider. Das ist ja ein interessantes Menü. Läden, Ressourcen, Schutz. Kann ich irgendwas zum Schutz schon herstellen? Wachposten. Schutz geschützt. Kann ich nicht, ne? Kann ich nicht. Doch, kann ich herstellen. Ach, krass. Ah, das ist ja cool. Also ist das hier eine Position? Also hier... Was ist das mit dem Grünen hier? Bis dahin kann ich das nur machen, ne? Ah, okay. Ah, das ist ja geil. Das ist cool gemacht, ey. Oder? Aber so ein Geschützding, brauche ich das jetzt hier schon? Leute essen Wasser, Energie, Schutz. Ich weiß nicht, ist das hier... Es ist ja Red Rocket-Dingens hier. Kommen wir hier wieder hin? Benötigen wir jetzt hier irgendwie Schutz? Ich würde es ja einfach gerne mal machen, um zu sehen, ne? Aber ich glaube, ich sollte nicht sowas bauen, sondern irgendwas... Sowas hier, so eine Energie oder sowas. Energie, Stecker und Schalter. Keine Ahnung, so eine Lampe erstmal nur. Ich meine, hier sind... Da hängt... Ne, hier ist keine Lampe. Doch, das sind Lampen, die leuchten, ne? Die hier leuchtet, ne? Ja, also eigentlich eine Lampe brauchen wir ja auch nicht. Energiegeneratoren, Energiestecker und Schalter, Energieleitung. Da bin ich gerade dran? Ach, ich dachte, ich bin hier in dem. Level up, such dir einen neuen Skill. Ja, gleich. Open. Kann ich das nicht nehmen? Was? A, B, C. Ah, okay. Was ist denn das? Warum ist das? Ist da so ein Zeichen dran? Das sieht aus wie eine Todeskralle. Zieht die an? Oder wehrt die ab? Das brauche ich alles jetzt hier nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wofür. Ich verlasse das mal. Halte gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Gebäudebereich befindest. Huch. Ah, okay. Ja, aber hier brauche ich das ja jetzt noch nicht, oder? Werkstatt, Transfer. Okay, das ist die Werkstatt. Was ist hier los? Impro. Superkleber. Sturmfeuerzeug. Kühlflüssigkeit. Sicherung. Oh, ein Simpack. Na du? Warum steht denn da Hund? Kann ich dem keinen Namen geben? Na du kleiner süßer Scheißer? Ah, warum kann ich dem keinen Namen geben? Was ist das hier? Knopf drücken. Okay. Das könnte schon so ein erster, doch nichts geben. Das könnte schon so ein erster Platz für den, ne? Boston Bugle. Hier liegt auf jeden Fall viel Kram rum. Das waren Teile von dem Pferd.
Kann ich dieses Pferd bauen? Boah, das habe ich in 3 versucht und ich habe es nicht hingekriegt, ne? Ist hier auch noch eine Tür? Nee, ne? Macht der auch die Tür auf und zu? Okay. Ich möchte dir einen neuen Namen geben. Kann ich dich nicht benennen? Hallo? Hallo? Weg ist er. Irgendwie nicht. Verstellbare Schraubenschlüssel. Was ist das hier noch? Das kann ich auch noch nicht anwählen. Aber das konnte ich jetzt eben mit der Werkstatt. Konnte ich hier was machen? Was ist denn? Warum leuchtet das rot? Ich verstehe das nicht. Dekoration. Kann ich nicht drücken? Warum kann ich denn Dekoration nicht wählen? Was? Verwerten. Möbel, verwerten. Strukturen. Hä, bin ich gerade doof? Warum kann ich denn hiervon nichts... Ach, das habe ich! Das ist... Das habe ich aufgesammelt, oder was? Nee, hä? So, ach, guck mal. Dekoration, Auslagen. Okay, okay. Vault. Oh. Und jetzt? Nicht zugewiesen. Waffen. Ach, ich kann die Oh, okay. Okay. Ich möchte aber die... Kann ich nicht machen. Reifen muss ich dafür haben. Da habe ich Reifen. Ja, Reifen. Ach nee. Was brauche ich denn? Beton. Okay, Beton. Oh, ist das süß, wie der sich suhlt. Okay. Sorry, ich muss hier erstmal gerade ein bisschen klarkommen. Nuka World. Kann ich das nicht bauen? Nee, habe ich auch wieder nicht genug da. Dekoration, sonstiges. Okay, das kann ich aber bauen. Was ist denn das? Eine Lampe? Aschenbecher. Was soll ich denn mit einem Aschenbecher? Was ist das? Basketballkorb. Und das? Wie drehe ich das? Wie drehe ich denn das? Ah, okay. Was ist denn das? Stahl, Eiskühler. Okay. Ah, so, ich so eine Tonne hier. Ah! Yay! Eine Hundehütte! Ah, mein Hundenapf. Da ist auch schon wieder ein Dings. Das zieht bestimmt Todeskrallen an. Das ist Licht. Ich verstehe. Oh, ein Babybett. Ein Feuer. Okay. Ja, aber ich muss ja jetzt hier noch nichts machen, oder? Das ist mir jetzt... ich weiß es noch nicht. Ich gehe erstmal weiter. So. Ich gehe erstmal weiter. Das lasse ich aber mal zu. Ich gehe mal hier durch raus. Komm, Hundi. Komm. Ich guck mal im Pitboy, ob ich den irgendwie... Hilfsmittel, diverses, Schrott, Mods, Munition. Kann ich den nicht irgendwie benennen? Geht das nicht? Ach so, ich soll ja Skills, doch. Was soll ich? Ich habe doch ein Level up gehabt. Was soll ich nochmal machen? Das war nicht... Da, Level Up, Dreieck. Ah, jetzt habe ich ein Stimpack genommen, obwohl ich es nicht wollte. Stärketraining. Ah, okay. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Ja, das haben wir ja alles am Anfang schon gelesen. Das wissen wir ja, ne? Ach, okay. Man kann das also noch aufwerten. Das ist also nicht so... Was ist das dann hier unten? Lass dich von Vault-Tec leiten. Der Weg zum nächsten liegenden Questziel wird im WOTS angezeigt. Das ist gut. Wie komme ich denn hier eine Stufe runter? Muss ich das hier oben aufgefüllt haben, oder? Wie läuft das? Ach, wie cool das ist. Wie cool das aussieht einfach. Das ist so voll schön gestaltet. Gefällt mir viel besser als in 3.
Ja, Charisma, oder? Noch mehr. Intelligenz habe ich jetzt. Ausdauer. Ausdauer mache ich mal. Ja. Ah, nee. Tschu! Okay. Nächster Rang. R1. Was ist denn R1 dann? Ah, oh! Okay. Hä? Ach so, wenn ich mehrere Dinger habe, oder was? Hä, warum... Hä? Was bringt mir das hier gerade? Was mache ich hier? Sterne auf- und zufüllen, aber ich kann das ja nicht bestätigen. Das ist, wenn ich mehrere Skillpunkte habe, dass ich bei einem schon mehrere Ränge dann machen kann wahrscheinlich, ne? Nein! Ach, scheiße. Habe ich ein Stimpack verbraucht? Na gut, okay. Dogmeat. Hund, ey. Warum einfach Hund? Warum kann ich den denn nicht benennen? Warte mal, kann ich den vielleicht irgendwie benennen, indem ich auf den draufgehe? Komm mal her. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Hey. Hier drüben. Komm mal her. Bleiben. Warte da. Reden. Ah, jetzt. Mal gucken. Okay, reden. Wie geht's dir, Kumpel? Holen, egal. Tricks? Wegschicken. Tricks? Hey, Junge. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh, Männchen. Süß. Oh, macht er. Oh. Kann ich noch mehr mit dir reden? Hey. Folgen, abbrechen, Handel, Handel? Ich kann den Sachen tragen lassen. Das ist gut. Hund. Ich möchte dem einen Namen geben. Komm schon. Naja. Wow, wow. Sehr gut. Ja, tja. Was soll ich jetzt sagen dazu? Ich find's doof, dass ich den nicht benennen kann. Und dass der auch einfach Hund heißt, wenn er wenigstens Dogmeat heißen würde. Oder habe ich das jetzt eben irgendwie verpasst? Nee, ne? Naja. Immerhin haben wir ihn. So, erstmal Waffe und nochmal ganz kurz auf Karte gucken. Und wir sind da und wir gehen richtig quasi, fast. Wir müssen... Ach, da unten sehen wir es ja auch. Wir müssen hier so lang. Da unten, das ist die schon, die Stadt, ne? Komm, komm mit mir, komm. Ich habe Angst ohne dich. Ich möchte gerne wissen, nicht alleine hier lang gehen. Ich habe das Gefühl, in dieser größeren Stadt erwartet uns ein bisschen mehr als nur so ein paar Maulwurfsratten.